Hallo und herzlich willkommen. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir. Ja, wir schauen gleich mal rein, was heute so gesagt werden darf, welche Nachrichten wir reinbekommen und was wir für diesen letzten Tag des Monats Mai wissen dürfen. Heute für Mittwoch. Also ich finde, es zeichnet sich hier schon deutlich ein Bild ab und es hat eindeutig mit Stabilität zu tun. Ich kriege hier auch einen Stopp rein. Das Stopp und die 10 der Stäbe, die Überlastung geht raus. Also, wir haben hier heute das Rad des Schicksals. Hier möchte sich etwas verändern und zwar zu deinen Gunsten. Die Tagesenergiezahl ist die 531 und sie sagt, nimm das Gute an. Und das Gute kommt hier in Form von Fülle, Freundschaften, Freude, eine Verbindung und jemand, der dir den Stab reichen möchte, in guter Kommunikation, die eine Nachricht überbringen möchte, über Stabilität eventuell auch. Heute kann man es vielleicht ganz leicht zusammenfassen. Du gehst heute durch den Tag und darfst vielleicht ein Wunder erwarten, wenn du dich traust. Die Überlastung, die Bürde, vielleicht auch etwas, was dich über sehr lange Zeit gefesselt hat, wird hier vergehen. Du wirst hier erkennen, dass vieles von dem Ballast, den du mit dir rumträgst aktuell, gar nicht mehr so notwendig ist. Und dadurch, dass du Platz schaffst in deinem Inneren, wenn du deine Gefühle fühlst, wenn du loslässt, was losgelassen werden möchte, in dem Moment hast du wieder energetisch gesehen die Hände frei für etwas Neues. Es geht erst darum, das Alte hinter sich zu lassen und dann hier auf Empfangsmodus zu gehen. Das Universum schickt dir hier etwas. Wir haben hier auch die Schlagwörter Karma und Schicksal. Man schickt hier das Gute, ja. Es wird etwas Gutes eingeleitet oder heute auch schon zu dir gebracht, vielleicht schon offenbart heute. Für manche kann es sein, dass hier ein Wandel in Beziehungen ansteht und neue Leute dazukommen, aber wie gesagt, es kann auch sein, dass vorher noch alte Vertraute gehen. Und dieser Page, dieser feurige Page ist hier auf dem Weg, um dir vielleicht auch ein Angebot zu machen. Ein Kennenlernangebot, etwas, das für dich neu ist und was aber letztendlich dafür sorgt, dass du die Grundlage dafür legen kannst, weiterzugehen oder auch in die Selbstannahme zu gehen oder einfach dich wieder mit dem Herzen zu öffnen für die Möglichkeiten, dass auch gute Dinge dir widerfahren, dass auch gute Gelegenheiten kommen, dass du positive Menschen kennenlernst. Dass du vielleicht auch befördert wirst oder einen Kurs bewilligt bekommst, ein wichtiges Dokument heute erhältst, was dich weiterschreiten lässt. Die Energie ist so, dass sie sagt, sei doch mal realistisch jetzt. Ja, du kannst nicht immer nur Schlechtes bekommen, du kannst nicht immer nur weiter in Fettnäpfchen treten, es kann nicht ewig so weitergehen. Denn letztendlich unterliegt hier alles diesem Wandel mit dem Rad des Schicksals. Es verändert sich und verändert sich und verändert sich wieder. Das ist einfach so. Das sehen wir mit unseren eigenen Augen. Das ist etwas, was wir ganz physisch, aber auch emotional erleben können. Nichts bleibt immer auf einer Stelle stehen. Wir gucken mal hier in die Chuck-Spezzano-Karten rein, ob sich irgendetwas zeigen möchte, in welche Richtung das vielleicht hier für uns als Kollektiv gehen mag. Welche positive Energie darf denn hier heute reinkommen? Der Selbstwert geht in die Heilung. Ja, sehr schön. Genau, du erkennst, dass du es wert bist, all die guten Dinge zu bekommen. Du kannst das Gute sicher annehmen. Falls du Lust hast, kannst du dir auch die Energiezahl des Tages irgendwo hinschreiben, die 531, irgendwie auf die Hand oder so, die dich daran erinnert, dass du wertvoll bist, dass du nicht dich unter deinem Wert auch verkaufen musst oder dich unter deinen eigenen Moralvorstellungen oder Standards mit Menschen verbinden musst.
Du bist schon gut, so wie du bist, und das darfst du jetzt hier noch erkennen. Und eventuell kommt mit den drei Kelchen und dem Pagen der Stäbe auch wirklich jemand aktiv auf dich zu und macht dir ein Kompliment oder reicht dir die Hand für eine gute Chance auf etwas Stabiles. Und das kann in vielerlei Richtung gehen. Das muss hier keine Beziehung sein, das kann auch etwas anderes sein. Eine gute Freundschaft oder ein Arbeitsangebot. Etwas, was dich auf jeden Fall längerfristig in die Heilung schickt. Dann haben wir hier noch die Selbstliebe, die auch in die Heilung geht. Und eine dritte. Und dann wird ein Traum auch wahr. Lass hier wirklich diese Überzeugungen, diese alten Kamellen über dich selbst auch los, irgendetwas, was du dir immer und immer wieder erzählt hast. Ich bin zu dick, zu hässlich, zu faul, zu dies, zu das, was auch immer du so als Wunde oder Verletzung mit dir herumgetragen hast. Das führt einfach nur dazu, dass du dir immer noch mehr Stress aufbürdest, noch mehr Negativität aufbürdest. Und du wirst hier diese Überlastung loslassen. Wir haben ja gesagt, die letzte Karte ist ein Stopp. So habe ich das reinbekommen. Ich habe den Stapel umgedreht und das will gehen. Ja, diese Überlastung. Du darfst hier deinen Platz auch finden für deine Träume. Finde wieder im Alltag Zeit für dich, deine eigene Selbstliebe, dein eigenes Dasein einfach. Du musst nicht produktiv sein. Du musst nicht immer etwas machen oder etwas leisten. Und natürlich haben wir alle viel um die Ohren. Und manchmal vergessen wir, dass wir aber auch so kleine Inseln brauchen, wo wir einfach nur sind. Oder etwas Schönes für uns machen oder etwas machen, was uns nachhaltig aufbaut. Und dann können auch Träume wahr werden, wenn wir uns Zeit geben, auch wieder in diesen Müßiggang zu gehen und überhaupt erstmal zu träumen, sich Zeit zu nehmen, um Luftschlösser zu bauen oder um überhaupt Ideen zu haben oder zu empfangen. Nimm dir hier Zeit dafür. Ne, so schön auch die Verbindung hier mit den drei Kelchen und den Angeboten sind. Spür mal in dich rein, ob diese Angebote dir einen Mehrwert zu deinem Dasein bieten oder ob du versuchst auch mit zu vielen Angeboten vielleicht gleichzeitig dich auch ein wenig davor zu drücken. Das kann für den einen oder anderen auch sein. Aber im Endeffekt ist dieser Tag wunderschön. Hier fällt dir echt eine Last von den Schultern. Hier fallen wirklich Rucksäcke und Koffer und Berge von dir ab, von alten Geschichten, von der Geschichte, die du mit dir herumschleppst, mit deinen ganzen Verletzungen. Und hier wird mal ein bisschen eine realistische Bilanz gezogen und du darfst sehen, dass du wirklich sehr weit schon gekommen bist, dass du viel geschafft hast und die Menschen im Außen dich auch wertschätzen für das, was du bist, ohne dass du dich extra ins Zeug legen musst, ohne dass du dich über dem Wert präsentieren musst oder unter dem Wert verkaufen musst, ohne dass du zurückstecken musst. Wenn du hier weißt, wer du bist und was dich glücklich macht, dann ist das eine gute Basis, um von dort aus auch stabile Beziehungen aufzubauen, die dann hilfreich in dein Leben wieder zurückströmen. Ja, ihr Lieben, das war's für heute auch. Ich wünsche euch einen wunderschönen restlichen Tag. Gehabt euch wohl. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen wieder. Bis dahin alles Liebe. Tschüss.